Richtig, die Antwort ist immer die Liebe. Die Antwort auf was? Worauf soll die Antwort gegeben sein? Antwort auf den Verrat. Das ist eine sehr schwarz gestrich bemalte Szene in dem Evangelium. Judas geht aus diesem hell und beleuchteten Raum, wo alle versammelt sind, in die Dunkelheit. Und Jesus lässt das zu. Jesus sagt nicht Judas, ja, bleibe hier, warte. Nein, er gibt ihm die Freiheit, das zu tun. Warum ist das so? Weil die Antwort darauf, als er es verlassen, den Raum verlassen hat, ist, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch lieben. Jesus möchte uns zeigen, wie tief er uns liebt. Und so tief wie unsere Schuld ist, so tief wie diese Gewicht von dem, was Judas gemacht hat, so tief ist auch die Liebe, mit der er uns hebt. Und das könnten wir wahrscheinlich nicht erkennen, wenn wir nicht in diese Grube gefallen hätten, vielleicht. Und das, was so fundamental heute ist und erklingt, Jesus gleichzeitig zeigt, so weit und so tief meine Liebe für euch geht, so sollt ihr auch auf das, was die anderen tun, antworten.